Boah, wir haben uns ja ewig nimmer gesehen. Bestimmt ewig. Du hast ein bisschen. Du hast ein bisschen zugenommen, oder? Kann das sein? Ach so, du wiegst die gar nicht. Ach so, na, mir ist halt aufgefallen, weil ich hab dich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen und du hast zwischendurch so gut abgenommen gehabt, das hat so gut ausgeschaut und jetzt ist alles wieder drauf. Noch mehr wahrscheinlich. Ist immer so. Oh, aber es ist, na, es ist gut, dass wir uns treffen, weißt, weil ich wollte dich eh fragen, wie findest du das jetzt eigentlich, dass Curvy sei wieder modern ist? Also, dass man das jetzt wieder darf als Frau. So. Weil, ich meine, Frauen wie du, ihr habt es ja mega schwer gehabt seit, keine Ahnung, Barock wahrscheinlich. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass Fettsein im Barock das Schönheitsideal war? Das liegt daran, dass Fettsein im Barock was mit Reichtum zum Tor gehabt hat. Und jetzt ist man halt fett, wenn man sein Leben nicht auf der Reihe hat. Was? Nein, 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 du bist nicht fett, das hab ich nicht gesagt. Das hab ich nicht gesagt, du bist curvy. Hauptsache, du fühlst dich wohl in deinem Körper. Wenn du dich wohlfühlen kannst, so, finde ich super. Na, finde ich toll, wirklich. Ich wollte dich ja eh fragen, ich wollte dich fragen. Merkst du einen Unterschied beim Furtgehen? Also, wenn man so vor ein paar Jahren, wo Curvy sei jetzt noch nicht modern war, da hast du ja Furtgehen können und niemanden hat es interessiert. Außer sie hauen da halt so eine und sagen so, fette Sau. Das passiert da bestimmt auch oft, oder? Ja, kann ich mir vorstellen. Da hab ich mega den guten Konter. Pass auf, wenn dir das nächste Mal passiert, also so beim Rausgehen jetzt oder so, dann sagst du einfach, ich bin dick, du bist blöd. Ich kann abnehmen, was kannst du? Ja. Was? Nein, 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 du musst überhaupt nicht abnehmen, das habe ich nicht gesagt. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Wenn du dich so wohl fühlst, super. Nein, also, das ist jetzt wieder in, habe ich gehört, Curvy sei, weil Männer wollen jetzt wieder echte Frauen. Frauen mit Größe 32 gibt es nicht, das haben die rausgefunden mittlerweile. Und deswegen darf man jetzt Curvy sein und man darf Dehnungsstreifen haben. So drei. Und Zellulite darf man auch haben, also Bindegewebe haben, ist auch erlaubt jetzt. Wieder, das finde ich super, weil sie wollen keine Insta-Models mehr. Das schreiben sie alle in ihre Tinder-Bios. Bitte keine Insta-Models, weil was macht denn ein Mann mit einer Frau, die sich selber schön findet, ohne dass er ihr das vorher gesagt hat? Und dann postet die Fotos ins Internet und dann finden fremde Männer die auch schön vielleicht, ohne dass die ihm vorher gefragt haben, ob sie es dürfen überhaupt. Aber das tust jetzt du auch nicht, gell? So Bikini-Fotos posten oder so? Schon. Okay. Also, na, es würde ich jetzt nicht machen, und du bist ja wirklich wahnsinnig dick. Also, nein, 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 nein. Na, es gibt bestimmt Männer, die das auch schön finden. Es gibt für alles einen Fetisch. Da findest du schon jemanden. Das passt schon. Und das finde ich, das merkt man einfach bei dir ganz toll. Du legst den Fokus einfach auf das, was du kannst. Und überhaupt nicht auf das, wie du ausschaust. Überhaupt nicht. Und dann kriegst du ja dumme Kommentare rechts und links und die bauen dir gar nichts aus. Die prallen einfach an dir ab. Ist ein Fake nur da. Und dann, es macht dir nichts. Weißt du, es gibt einfach Leute, die wissen nicht, was man sagen kann und was nicht. Es gibt da einfach Leute, die wissen nicht, wann man lieber mal das Maul hält. Und deswegen sag ich immer, Hauptsache, du fühlst dich wohl. Theresa Reichel.